Hallo Leute, ich habe so ein Video noch nie gemacht, aber nach dem, was mir heute passiert ist, kann ich einfach nicht mehr anders und auch ich werde jetzt nicht mehr schweigen, so wie es viele, viele andere hier in Deutschland tun. Ich möchte euch von einem Vorfall erzählen, der mir vor etwa einer Stunde passiert ist, und zwar beim Einkauf bei Rewe. Ich war einkaufen, habe einige Kleinigkeiten geholt, muss dabei sagen, meine Frau und ich haben es auch nicht besonders dicke, das jetzt mal von vorne weg gesagt. Habe dann an der Kasse bei Rewe gestanden und dann sind mir zwei Personen aufgefallen, und zwar eine ältere Dame, sie wird etwa 70 bis 80 Jahre gewesen sein, war jetzt schwer zu schätzen, in Begleitung einer jüngeren Person, ich würde jetzt mal sagen so Mitte, Ende 50, die ihr wohl beim Einkaufen, beim Tragen hilft. Dann ist mir aufgefallen, dass diese Begleitperson mit der Kassiererin gesprochen hat und es kam mir sehr suspekt vor, also habe ich die ganze Szenerie, weil ich direkt dahinter war, beobachtet und habe dann gesehen, wie verschiedene Sachen, Lebensmittel durch den Scanner gelaufen sind. Ich meine, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und habe dann gesehen, dass die Kassiererin dann irgendwann zu ihr sagte, Summe so und so, die ist jetzt erreicht. Und dann sah ich nur, dass die Begleitperson anfing, in einer kleinen Börse rumzuwühlen. Und war dann für die ältere Dame am Zahlen. Die Kassiererin, die ich persönlich auch kenne, sehr nette Person, guckte mich nur an und räumte dann den Rest der Lebensmittel, die auf dem Band waren, ab. Dazu gehörten, ich gucke jetzt einmal kurz, mich irritiert sein, ein Netz mit Zitronen, ein Beutel mit Mini-Pfirsichen, eine kleine billige Tüte Flips und eine ganz günstige Tüte Erdnüsse und es waren noch zwei Sachen dabei, die sie nicht bezahlen konnte. Ich habe in dem Moment einfach nur schlucken müssen und hätte am liebsten an der Kasse, wäre ja am liebsten ausgerastet. Da ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was oder was genau war, bin ich da mit der Kassiererin in Gespräche gekommen, nachdem sie meine Sachen durch den Scanner gelangt hat. Es sind die Sachen, die er dort, die sie da dort hingetan haben, Lebensmittel für die ältere Frau. Die Kassiererin hatte auch, sage ich mal, ein Kloß im Hals, weil sie auch wahrscheinlich solche Situationen leider wahrscheinlich kennt. Ich nicht. Und habe da nur gesagt, tu mir einen Gefallen. Zieh die 5-6 Sachen bitte durch, ich bezahle die. Und habe dann die Sachen genommen, nachdem sie sie durchgezogen hat, bin dann direkt zu den beiden Damen hingegangen, habe die Lebensmittel den beiden gegeben. Die ältere Dame, wie gesagt 70, 80, hat diese Szenerie gar nicht verstanden und war wahrscheinlich auch, ja, die Generation ist so, dass sie keine Almosen anleben wollen. Das kannte ich von meiner Mutter. Die sind aus einer Generation, die würden noch nicht zum Sozialamt gehen. Und die Begleitperson hat dann auch, ja, wie soll ich sagen, Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe nur gesagt, nimm's bitte. Es ist eine Bitte von mir, dass es annehmen. Bin dann zur Kasse hingegangen, habe gezahlt und bin dann raus zu meinem Wagen, habe die Lebensmittel, die ich gekauft habe, reingetan und habe dann im Wagen, ja, ich sage es ganz offen, ich habe geheult vor Wut, vor Trauer, vor Scham, was in diesem Scheißland durch diese miesen, dreckigen Politmarionetten mit unseren Leuten gemacht wird. Diese Leute haben gearbeitet. Die haben ein Leben lang geschuftet und können sich jetzt Sachen, die vielleicht noch 2, 3 Euro, 4 Euro mehr kosten, sich nicht leisten, weil ihr Drecksäcke euren Job nicht macht. Es ist das Letzte. Ihr gehört abgeschafft. Das gesamte System gehört weg. Wenn das der Normalfall ist, dann sehe ich hier diese Spinner von den Grünen da draußen rumrennen mit ihren Gören im Schlepptau, die für CO2 demonstrieren und damit den Bürgern weitere Milliarden aus der Tasche holen wollen. Ihr spinnt doch! Ihr habt sie nicht alle auf dem Zaun! Geht auf die Straße und demonstriert für die Leute, die euren Wohlstand überhaupt erst ermöglicht habt. Dann würden sich nämlich Millionen anschließen. Aber nicht bei solchen Lügengeschichten.
Ihr seid das Letzte, ihr Politmarionetten. Ich hoffe, ihr bekommt eure Strafe. Und nachdem, wie es draußen aussieht, dass immer mehr Leute aufwachen, kriegt ihr die auch. Und ich stehe dann dabei und lach über euch. Mir reicht's. Mir reicht's endgültig, was in diesem Land passiert. Ihr seid dafür da, dem Volk zu dienen und nicht euren Lobbyistenverbänden. Ihr gehört weg, und zwar ganz schnell. Egal welche Partei. Dieses System ist krank. Vollkommen krank. Ihr könnt dieses Video gerne teilen. Tut mir leid, dass ich jetzt sauer geworden bin. Und laut. Aber irgendwo ist Schluss. Und bei mir ist der Kragen heute geplatzt. Ich habe heute, als ich nach Hause gekommen bin, meiner Frau davon erzählt. Wir haben beide geheult. Ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Ihr kriegt eure Strafe. Verlasst euch drauf. Die Schlafschafe werden auch aufwachen. Und ich hoffe, ich tue einen kleinen Anteil dazu beitragen. Damit ihr verschwindet mit euren ganzen Lobbyisten-Ärschen, bei denen ihr gut bezahlt werdet. Und das, was ihr vom Volk bekommt, ist noch netter Bonus. Ihr spinnt. Ich hoffe, ihr seid bald dran. Und ich hoffe, ich erlebe es noch, dass man euch aufknüpft. Bitte verteilt es, macht es breit, damit alle wissen, was hier los ist. Lasst euch nicht mehr von rechts groß, rot, grün, gelb, blau, es ist Schwachsinn. Ihr lasst euch alle spalten. Glaubt darin nicht die Macht der Oberen. Begreift es endlich. Wenn wir gemeinschaftlich sagen, hier stimmt was nicht, mit der Umwelt stimmt was nicht, ja. Und wer ist daran schuld? Die da oben. Nicht der kleine Autofahrer, der jetzt demnächst noch mehr bezahlen soll. Es trifft jeden Einzelnen. Oder gönnt ihr dieser Oma demnächst nicht einmal mehr den Salat? Ich hab fertig.